Auch ein so kinderfreundliches Spiel wie die Sims hat tatsächlich wirklich gruselige Momente zu bieten, die ich in diesem Video unter die Lupe nehmen will. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf die Uhr geschaut habt, aber es ist Halloween-Zeit. Jetzt habe ich mir irgendwie so in den letzten Tagen die Fragen gestellt, kann die Sims eigentlich auch gruselig sein? Im Vergleich zu den Vorgängerteilen ist die Sims 4 wirklich noch recht seicht und hat irgendwie so gar keine bösen oder gruseligen Elemente mehr. Eigentlich hat ja sogar die Sims-Reihe allgemein einen sehr dunklen und traurigen Hintergrund. Der Erfinder von den Sims, Will Wright, ist nämlich nur auf die Idee zu den Sims gekommen, als sein Haus abgebrannt ist und er dann überlegt hat, wie man das wieder aufbauen kann, und dabei ist ihm dann die Idee zu den Sims gekommen. Eigentlich schon ganz schön grausam, jetzt ist es so eines unserer Lieblingsspiele. Ich kann mich auf jeden Fall noch an die Einbrecher erinnern, die es ja in den Vorgängerteilen gab. Die hatten ja wirklich einen gruseligen Soundtrack, den ihr hier gerade auch noch mal im Hintergrund hört. Den von Sims 1 habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Aber ganz ehrlich, was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Der bei Die Sims 2 hat auch, finde ich, was Gruseliges, aber bei Die Sims 1, also ich glaube, ich als Kind mitten in der Nacht wäre schon ganz schön hochgeschreckt, wenn ich das gehört hätte. Und bei Die Sims 3 klingt das eher so ein bisschen mysteriös lustig, würde ich fast sagen. Die Sims 1 hatte allgemein auch so einen gruseligen Vibe, wenn man sich da manchmal so alte Videos zu anguckt, ist es schon ganz spannend. Aber ich finde auch bei Die Sims 3, was ja eigentlich wirklich ein sehr kinderfreundliches Spiel ist, wo es keine Gewalt gibt, alles ja irgendwie mit diesem Comic-Humor überspielt wird, gibt es trotzdem so ein paar Elemente, die mich früher manchmal schon so ein bisschen innehalten lassen haben und wo ich mir gedacht habe, huch, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Was ihr zum Beispiel hier im Hintergrund seht, ist die Sims 3 Midnight Hollow Store Welt, und die unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt zu allen anderen Welten aus die Sims 3. Sie ist wirklich sehr, sehr, sehr dunkel. Also ganz ehrlich, so farbenfroh wie gerade die Sims 4 ist, ist das wirklich hier das komplette Gegenteil. Hier wollten sie mal wirklich was Neues wagen und ihr seht schon, ja, es hat hier teilweise so einen blutroten Boden und alle Häuschen sind hier in so einem vernebelten Tal angesiedelt. Ich würde fast sogar so weit gehen und behaupten, dass diese Welt aus Die Sims 3 wirklich die gruseligste von allen ist. Auch die Architektur in dieser Welt, finde ich, trägt so ein bisschen zu dieser Atmosphäre bei. Es wirkt alles so ein bisschen altertümlich. Die Entwickler haben auch in Die Sims 3 ein anderes, kleines, gruseliges Easter Egg versteckt. Ich kann mich nämlich noch ganz gut erinnern, als ich in Sunset Valley diese etwas mysteriösen Steine gefunden habe. Auf den ersten Blick alles ganz normal, aber hier sind so kleine Schriftzeichen zu sehen, die wohl irgendwas mit Aliens zu tun haben. Aber wenn wir hier noch weitergehen, gab es noch ein anderes gruseliges Detail. Hier ein bisschen weiter hinten in der Nähe von diesem Wasserfall gibt es hier nämlich so eine versteckte Mine, in denen, man sieht es schon, hier so kleine Augen rausgucken. Ich weiß noch, als ich denen das erste Mal in Die Sims 3 begegnet bin, ich habe mir schon so Geschichten zusammengesponnen, was da dahinter stecken könnte. Ich dachte, man kann irgendwie in diesen abgesperrten Minenschacht rein und irgendwie mit den Augen interagieren. Es ist aber tatsächlich nur Deko, also die Illusion wird auch direkt zerstört, wenn wir hier ein bisschen mehr reingehen. Man sieht schon, das sind einfach nur hier so Augen. Aber ich glaube, wenn man 10 Jahre alt ist und mitten in der Nacht spielt, kann das schon einem den ein oder anderen Schrecken einjagen. Die Sims 3 hatte auch mit den Bugs sehr viel Pech. Es gab nämlich den einen oder anderen CC, der nicht richtig kategorisiert war. Da war es dann quasi so, dass ein T-Shirt zum Beispiel für erwachsene Sims auch für die Säuglinge kategorisiert war, und damit wurden die Säuglinge ziemlich deformiert, wenn sie diesen CC getragen haben. Stellt euch mal vor, ihr habt eine süße, kleine, glückliche Familie, die beiden Sims bekommen ein Kind, ihr freut euch schon, seid gespannt, wie es aussieht, und dann seht ihr aber dieses Monster hier. Ich finde es auch faszinierend, wie bei diesem Fehler das Kind seine Hände schon so krallenmäßig irgendwie nach vorne gerichtet hat. Ganz ehrlich, ich finde, das ist noch gar nicht die gruseligste Geschichte an Die Sims 3. Wusstet ihr nämlich, dass es eine kaputte Virus-Mod-Puppe für Die Sims 3 als CC gab? Dieser sah an sich, finde ich, schon irgendwie gruselig aus. Und dazu kommt noch, dass sie sich wie ein Virus weiterverbreitet hat und an andere Spielstände angeknüpft hat und sogar Simmer, die den Mod eigentlich gar nicht heruntergeladen haben, diese Modpuppe plötzlich im Spiel hatten. Auf die ganze Geschichte bin ich auch schon mal in einem eigenständigen Video eingegangen. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Ich habe mir für dieses Video auch so ein bisschen den Kopf zermartert, was denn in Die Sims 4 so Gruseliges gibt. Ich bin aber ehrlich gesagt zu dem Entschluss gekommen, in Die Sims 4 ist irgendwie alles ziemlich weichgespült.
Ich finde, symbolisch dafür steht wirklich der Vergleich, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie die Werwölfe in The Sims 3 noch aussahen und daneben ein Werwolf in The Sims 4. In The Sims 4 sieht er wirklich so ein bisschen wie so ein Kuscheltier aus. Selbst die Vampire in The Sims 4 sind nicht wirklich gruselig. Also die neue Welt Forgotten Hollow hat natürlich auch eher so einen dunkleren Vibe, aber so allgemein habe ich nicht das Gefühl, dass man sich in The Sims 4 in irgendeiner Weise zu irgendeinem Zeitpunkt gruseln kann. Was denkt ihr denn so über den Gruselfaktor bei den Sims? Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Gab es denn Momente, gerade in den Vorgängerteilen, wo ihr euch wirklich gegruselt habt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.